Die Nutzung und Beherrschung des Feuers vor über 1 Million Jahren ist ein Sinnbild für die Evolution vom Affen zum Menschen. Nach wie vor findet das Feuer aber Verwendung zum Kochen, Heizen oder Beleuchten. Doch was ist Feuer überhaupt? Diese Frage kläre ich heute mit experimenteller Unterstützung vom Kanal Techtastisch. Eins ist klar, Feuer entsteht nicht einfach aus dem Nichts. Es werden bestimmte Komponenten benötigt bzw. müssen bestimmte Bedingungen herrschen, damit Feuer entsteht und aufrechterhalten werden kann. Veranschaulicht werden diese Voraussetzungen mit dem sogenannten Verbrennungsdreieck, das folgende Komponenten umfasst. Ein brennbarer Stoff, zum Beispiel Holz. Ein Oxidationsmittel, das in den meisten Fällen Sauerstoff darstellt und eine gewisse Zündenergie, zum Beispiel in Form eines Funkens. Ergeben diese drei Komponenten im richtigen Verhältnis also Feuer? Nun, zumindest fast. Fügt man dem besagten Verbrennungsdreieck eine weitere Dimension hinzu, so entsteht das weiterentwickelte Verbrennungstetraeder. Dieses enthält als zusätzliche Komponente noch das räumliche und zeitliche Zusammentreffen der bisherigen Komponenten, sodass eine sich selbst erhaltende chemische Kettenreaktion entsteht. Hab ich da Chemie gehört? Hi, ich bin Techtastisch vom Kanal Techtastisch und bei der Verbrennung von Butan kann man das am besten zeigen. Das aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen bestehende Gas strömt aus dem Bunsenbrenner raus und vermischt sich dadurch mit der Luft. Somit sind oxidierbare und oxidierende Komponenten im richtigen Verhältnis zusammengekommen. Kommt jetzt noch ein Zündfunke oder eine andere Wärmequelle hinzu, erhalten einige Butan- und Sauerstoffmoleküle die Energie, die sie benötigen, um miteinander zu reagieren. Die aus der Reaktion entstehende Energie erhitzt wiederum benachbarte Atome, welche daraufhin die Energie haben, um selber miteinander zu reagieren, was wiederum die benachbarten Atome der benachbarten Atome erhitzt und das führt zu einer Kettenreaktion. Genau! Bei dieser Reaktion entstehen aus dem Butan und dem Sauerstoff neben der Wärme als Reaktionsprodukte Wasser und CO2. Wie bei fast allen organischen Stoffen, die verbrennen. Danke für die Erklärung, Techi. Aus Feuer entsteht also Wasser. Interessant. Aber wie auch immer, ich finde, dass so eine chemische Reaktionsgleichung, die zudem noch vom idealen Fall ausgeht, kaum erklären kann, was Feuer ist. Lasst uns deshalb mal die Flamme einer Kerze analysieren. Das erste, was einem dabei auffällt, sind vermutlich die vielen Farben der Flamme. Angefangen beim Docht ist eher eine dunkle Kuppel zu erkennen, die sich aus unverbranntem, aber gasförmigem Wachs zusammensetzt. Ein bläulicher Schein umgibt diesen Bereich, in dem die ersten Reaktionen stattfinden. Sauerstoffatome kollidieren dort mit Kohlenwasserstoffe aus dem Wachs und brechen die Moleküle auf. Aufgrund der frei werdenden Energie kommt es teilweise dazu, dass Elektronen auf ein höheres Energieniveau gehoben werden, schon bald aber auf das ursprüngliche Niveau zurückfallen und die Energie in Form von Photonen wieder abgeben. Der Grund für die bläuliche Lichterscheinung. Weiter oben in der Flamme lagern sich unverbrannte Kohlenstoffe zu Rußpartikel zusammen und fangen an zu glühen. Dieses Mal aber in Gelb-Orange. Während in der blauen Flamme nämlich 1000 bis 1400 Grad Celsius herrschen, sind es im orange-gelben Teil nur 800 bis 1000 Grad Celsius. Die Farbe ist demnach abhängig von der Temperatur der Flamme. Stichwort Hohlraumstrahlung und schwarze Körper. Am oberen Ende der Flamme sind fast alle Reaktionen vollständig abgelaufen und wir können uns wieder auf die Reaktionsgleichung von davor stützen. Es bleiben also nur noch Kohlenstoffdioxid und Wasser übrig. Und wisst ihr was? Das ist nicht nur blanke Theorie. Diese Phasen können an einer echten Kerzenflamme nachgewiesen werden. Von euch jetzt sofort. Und Techtastisch zeigt euch, wie es geht. Wenn wir uns das Teelicht genauer anschauen, springt uns sofort die große orange Phase ins Auge. Aber wenn man genau hinschaut, erkennt man auch die blaue. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Aber woher wissen wir jetzt, dass die orange Phase tatsächlich von Kohlenstoffpartikeln kommt? Das kann jeder von euch ganz einfach beweisen. Dass Kohlenstoffatome Flammen orange leuchten lassen, ist ein Zeichen dafür. Aber beweisen können wir das Ganze, indem wir einen kalten Löffel über die Flamme halten. Der kalte Löffel kühlt die Kohlenstoffpartikel unter ihre Reaktionstemperatur ab. Dadurch setzen sie sich auf dem Löffel ab und reagieren nicht mehr mit dem Sauerstoff. Und jetzt können wir den Kohlenstoff mit unseren eigenen Augen in Form von diesem feinen Kohlestaub sehen. Und dass bei der Verbrennung von organischen Stoffen neben CO2 noch Wasser entsteht, kann man sehen, wenn man ein Streichholz genauer beobachtet. Normalerweise ist das entstehende Wasser so heiß, dass es als Wasserdampf vorkommt. Am trockenen Streichholz allerdings bilden sich Tropfen. Aber welche Frage ich mir jetzt stelle ist, warum Flammen immer diese besondere Form haben? Die Form der Flamme? Das ist eine super Frage. Wie eine Luftblase im Wasser erfährt die Flamme einen Auftrieb aufgrund von Dichteunterschieden. Warme Luft hat dabei eine geringere Dichte als kalte Luft und steigt damit auf.
Die Strömung, die dabei entsteht, nennt sich natürliche Konvektion und ist im Grunde genommen eine Folge der Gravitation. Tests auf der International Space Station zeigten nämlich, dass in Schwerelosigkeit die Flamme sich in alle Richtungen gleichmäßig ausbreitet. Ein Riesennachteil entsteht dabei aber, sodass die Flamme nur leicht glimmt. Der sogenannte Kamineffekt bleibt nämlich aus. Was es mit dem aber auf sich hat, habe ich im Video von Techtastisch erklärt. Und Techi hat dazu riesige Pappröhren und Holztürme abgefackelt. Absolut sehenswert. Klickt also jetzt auf die eingeblendete Infocard, um das nicht zu verpassen. Und ich sag's euch, ihr verpasst was. Da gibt's nämlich angewandte Wissenschaft at its finest. Ansonsten solltet ihr euch noch unbedingt mein letztes Video zum Alter eurer Ohren inklusive Hörtest anschauen und lasst bitte eine Bewertung da, damit ich weiß, wie ihr diese awesome Zusammenarbeit mit Techtastisch fandet. Bis dann!